Es begann offensichtlich mit einem Autokorso. Die Taxler hatten ja sowas angekündigt. Und vorweg, ob dieser 31.01. schon der Tag der Freiheit ist, man muss es abwarten. Sperrt den Ring! Stopp! Stehen bleiben! Stehen bleiben! Stehen bleiben! Wir sperren den Ring! Für die Freiheit! Für Österreich! Diese Sperre der Ringstraße für den Autokorso wurde dann von der Exekutive zum Anlass genommen oder auf Befehl weg verkündet, dass die Veranstaltung aufzulösen sei. Die Polizei verhielt sich im Großen und Ganzen vorbildlich, eher abwartend als eingreifend. Die offensichtlich von oben angeordnete Taktik der Exekutive war allerdings, immer Wege der Demonstranten zu verhindern, die sie gehen konnten, und Sperren zu errichten. Worauf dann meistens die Demonstranten einfach die andere Richtung einschlugen. Freundlich überwacht aus dem Luftraum. Hier bahnt sich eine neue Sperre an. Bei der dann folgerichtig wieder die Richtung gewechselt werden musste. Dieses, man kann es ruhig Katz-und-Maus-Spiel nennen, wiederholte sich dann natürlich noch einige Male bis zum Ende am Maria-Theresien-Platz.
Dort kam es dann zu einem, sogar für die Polizisten überraschenden, Gottesdienst. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Und vergib uns unsere Schuld, denn auch wir vergeben unseren Schuldigen. Für Respekt, Geduld und Toleranz gegenüber allen Menschen dieser Erde. Wir sprechen uns aus gegen unrechtmäßige und unverhältnismäßige Abschiebung von Menschen, die hier geboren sind und in unserem Land gut integriert sind, die jedes Recht haben, hier zu sein. Wir sprechen uns gegen unmenschliche Gesetze und Verordnungen aus. Dagegen, dass alte Menschen isoliert werden, in ihren Pflegeheimen, ihre Nachfahren, ihre Familien nicht mehr sehen dürfen, nicht umarmen dürfen. Wir sprechen uns dagegen aus, dass Kinder in Angst versetzt werden, dass Kindern die Luft zum Atmen genommen wird, der Spaß und die Freude am Leben. Wir beten zu unserem Schöpfer. Vater im Himmel, lass die Liebe herrschen. Herr, erhöre uns. Wir vergeben jedem, der gegen die Menschlichkeit und die Liebe aufgetreten ist. Denn wer ohne Sünde ist, werfe den ersten Stein. Es ist nicht an uns zu richten. Wir vergeben. Aber wir sagen auch, es ist genug. Diese Unmenschlichkeit muss enden. Die Menschenrechtskonvention in allen ihren Punkten muss von der Regierung eingehalten werden. Die Bundesverfassung, für die unsere Vorfahren gelitten haben, gestorben sind, gekämpft haben, muss beachtet und gewahrt werden. Grundrechte heißen Grundrechte, weil sie immer gelten. Herr im Himmel, wir beten für das Grundrecht. Herr, erhöre uns.